Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe vor meiner Lieblingsdrogerie. Wir sind bei DM. Lass uns kurz das Intro machen. Ich weiß auch nicht, bin ein bisschen hyperaktiv. Intro und dann machen wir es wie ein normaler Mensch. Ja, Diggis, wir stehen vor DM. Heute drehe ich ein Live-Haul mit euch. Das heißt, ich nehme euch mit zum Einkaufen. Bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr es nicht wisst. Ich bin so die DM-Tussi. Ich zeige euch coole Favoriten. Ich bin selber gespannt auf die Neuigkeiten, die es so in der Drogerie gibt. Ihr wisst, ich liebe es, Produkte zu testen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Produkte, die ich teste und dies und das und kenne mich mittlerweile sehr gut bei DM aus. Also ich wohne da gefühlt. Und so ein Dreh kann dann auch mal so 6, 7, 8 Stunden dauern. Also wenn ich mal hier bei DM bin, mit TikToks, mit YouTube-Videos, dies, das, hin und her laufen, euch alles zeigen. Und wir brauchen ein paar Sachen. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, die wir kaufen werden. So Sachen, die man halt so braucht. Q-Tipps, dies, das und so. Und wir schauen nach Neuigkeiten. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gemeinsam einkaufen und ich zeige euch ein paar coole Sachen und bin selber sehr gespannt. Auf geht's zu DM. Guck mal, das ist DM. Ich bin noch nicht mal drin und sehe schon eine Sache, die ich gerne kaufen möchte. Diese Dinger hier, Diggis, kanntet ihr das? Ich kannte das, aber ich habe es nie gekauft, seitdem ich erwachsen bin. Das sind solche Dinger, die packst du ans Klo. Schatzi hat die letztens gekauft und die sind echt cool. Und die sorgen für einen frischen Duft und sieht irgendwie cool aus. So Antikalkformel, Schmutzprotektor, dies, das. Also ist cool, hat er letztens mitgenommen zum Testen. Gefiel mir gut, kommt direkt wieder mit. Alles klar. Guck mal, das ist etwas, was mir letztens schon bei Rossmann aufgefallen ist. Jetzt, wo der Sommer da ist, werden super viele Pediküre-Fußprodukte in den Vordergrund gedrückt. Gerückt. Hier habe ich mir von Isana gekauft und auch von Balea. Fühle ich gar nicht, also kann ich nicht empfehlen. Das mal kurz nebenbei. Das auch nicht, habe ich mir auch gekauft, feiere ich gar nicht. Also ich gehe eigentlich regelmäßig zur Pediküre und versuche immer gepflegte Füße zu haben, wenn auch nicht die hübschesten, aber gepflegte. Das ist übrigens eine Fußcreme, die ist ganz gut. Und das hier ist eine, die ich mitnehme zum Testen. Guck mal, Make-up-mäßig, wenn ich jetzt so gucke, sehe ich auf den ersten Blick nicht viel, was mich krass reizt. Also ich habe ja auch letztens irgendwie gefühlt 40, 50 Lidschattenpaletten aussortiert. Dann bist du auch so ein bisschen so, Bro. Ich werde es mir später nochmal in Ruhe angucken, weil Neuheiten testen, Videos, dies, das. Aber jetzt auf den ersten Blick kenne ich das meiste und es ist jetzt nicht so viel dabei, was mich reizt. Wobei ich auch ein Video drehen werde, in dem ich an jeder Theke vorbeilaufe und euch meine Favoriten der jeweiligen Theke und Marke zeige. Guck mal, sowas reizt mich ja gar nicht, ne? Da haben meine Zuschauer mich auch gefragt, Mini-Version und ob ich das getestet habe und so, Bro, wofür Mini? Was soll ich damit? Aber gucken wir erstmal nach anderen Sachen. Erstmal gehen wir so ein bisschen rum und gucken. Ah, guck mal, hier haben wir auch schon direkt etwas, was ich brauche. Q-Tipps. Tatsächlich. Ihr wisst ja, ich bin so ein Vorratsmensch. Ich kaufe einfach immer diese. Also ich fülle die dann ein, weißt du? 4 Stück. Nimm mal 3 Stück. 3 Stück sind schon über 400 Q-Tips. Wie viel brauchst du? Bro. Ja, Toilettenpapier. Ja. Tschüss. 5-lagig? Oh, soll ich auf die Kacke hauen? Soll ich? Wortwitz. 5-lagig? Nein, ich bin kein König. Nehmen wir 4-lagig. Auf entspannt. Nicht gierig werden. Teva brauche ich auch. Das steht alles auf meiner Liste. Oh, guck mal, was das für große Rollen sind. Oh, mit Herzchen. Ja, wenn Herzchen dabei sind, sowieso. Ihr wisst, dann muss ich die nehmen. Guck mal, seitdem wir jetzt im Haus wohnen, mag ich das ja auch richtig gerne mit Besuch und Gästen und meinen Gästen einfach eine schöne Zeit zu machen und sie zu bekochen und so. Und ich dachte mir letztens, so richtig auf Oberschicht, wenn du bei mir bist zum Essen, es gibt kein Zewa zum Essen, nee. Es gibt Servietten mit Motiv. Und da habe ich mir letztens richtig hübsche gekauft, aber ich werde mir hier auch mal welche mitnehmen. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Passt zu jedem Anlass. Weihnachten, dies, das, Mann. Blumen kannst du immer haben. Ich dachte, er ist Lieblingsgast, aber da fühlt sich, will's ja niemanden traurig machen. Einer kriegt's, andere nicht. Und die hier vielleicht für draußen, wenn man mal so Cocktails trinkt oder so, ne? Ist doch auch eine schöne Sache. Aha. Was ich jetzt auch Interessantes gefunden habe, sind Eiswürfelbeutel. Meine Mama beschwert sich immer, wenn sie bei mir ist, weil ich habe so wiederverwendbare Eiswürfel aus so Plastikkram, also so, die du halt immer wieder kühlen kannst. Aber sie mag frische Eiswürfel lieber zu ihren Getränken. Deswegen, guter Gastgeber, wie ich bin, nehme ich jetzt Eiswürfelbeutel mit. Dann, was man immer wieder braucht, was wir komischerweise irgendwie nicht zu Hause haben, ist eine Kehrgarnitur. Ja, ich hätte jetzt bestimmt Kehrgarnitur gesagt. Nein, Mann, wie heißt das denn? Handfeger. Brauchen wir auch. Kommt auch direkt.
mit. Alles klar, der Einkaufswagen füllt sich jetzt schon relativ schnell und ich bin erst von da hinten hierher gekommen und naja, schauen wir einfach mal. Übrigens, falls ihr ein richtig gutes Produkt sucht, der Schmutzradierer, also damit kriegst du echt Flecken weg, die du normalerweise nicht so gut wegkriegen würdest. Sagen wir, du hast irgendwas an der Wand oder so, dann kannst du das damit super entfernen. Ich weiß gar nicht, wofür der alles, also auch für Türen und der ist schon für so Special Schmutzsachen, die man nicht so leicht wegkriegt und echt, also hat mir auch mal eine Zuschauerin empfohlen, kann ich mega empfehlen, benutze ich auch immer wieder. Dann eine Fusselrolle. Meine Mutter hat mir das immer gesagt. Fusselrollen benutzen und sowas. Ich fand das immer doof. Meine Mutter hat das wirklich jedes Mal, bevor sie das Haus verlassen hat, gemacht. Mittlerweile, ich habe einen Hund, beziehungsweise Schatzi und ich. Du hast immer überall Hundehaare. Wir kuscheln mit ihm und dies und das. Manchmal möchtest du aber aussehen wie ein Mensch, der keine Hundehaare am ganzen Körper hat und dann ist eine Fusselrolle gut. Weil mir ist das vorher gar nicht bewusst gewesen, weil mein Hund ist mein Leben. So, dass es ungepflegt wirken kann auf manche. Ich trage auch meistens schwarz. Manche finden das sogar vielleicht eklig, wo ich niemals drauf kommen würde, weil ich es mit meinem Hund verbinde. Aber bevor ich eine Hundeliebhaberin war, fand ich das auch ungepflegt, weißt du? Also schon so ein bisschen, wenn jemand überall Haare hat. Jetzt in dieser Perspektive denke ich anders. Aber wisst ihr, wie ich meine? Deswegen manchmal so eine Fusselbürste kann auch nicht schaden. Ich weiß ja nicht, ob ihr mir folgt. Wenn nicht, abonniert meinen YouTube-Kanal. Zweimal die Woche kommen neue Videos. Es kann manchmal ganz cool sein. Aber falls ihr mich schon länger abonniert habt, merkt ihr vielleicht diese Entwicklung bei DM so, weißt du? Am Anfang nur Make-up kaufen und gucken und oh, Make-up hier, Make-up da. Irgendwann ging es so in diese Richtung. Ja, na, mehr Pflege an statt Make-up. Und dann irgendwann ging es in so eine Richtung, oh ja, ich stehe jetzt stundenlang bei den Haushaltswaren und gucke und dies und das. Also das ist echt eine Entwicklung, die mit dem Alter kam. Also wenn ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren einen DM-Live-Haul gedreht habe, hing ich stundenlang beim Make-up und habe da geguckt. Wobei, ich werde gleich nochmal einen Blick drauf werfen, ne? Aber erstmal möchte ich hier ein bisschen gucken. Ah, guck mal. Was habe ich entdeckt? Tempo-Taschentücher, Ausverkauf. Tempo-Taschentücher kann man immer gebrauchen. Die kommen erstmal mit. Nur mal bei Fliegenklatschen, sag ich euch ganz ehrlich, hier habt ihr zum Beispiel eine für 85 Cent. Die sind Müll. Ich hasse solche Fliegenklatschen. Damit kriegst du Fliegen nicht richtig gut. Die gehen hammerschnell kaputt. Nee, Mann, es gibt auch qualitativ hochwertige und damit kriegst du Fliegen. Das weiß ich, weil ich hasse Fliegen aus tiefstem Herzen. Ich kann nicht schlafen, wenn eine Fliege im Raum ist. Das macht mich wahnsinnig. Ich mag nicht das Geräusch von Fliegen. Ich mag es nicht, wenn sie auf meiner Haut sind. Ich kenne mich mit Fliegenklatschen aus und die Schrott. Dann möchte ich mir so ein Fruchtfliegending mitnehmen. Das finde ich ganz interessant. Guck mal, nehmen wir mal den hier, weil wir haben aktuell zu Hause Fruchtfliegen und ich weiß nicht warum, weil ich mir so viel Mühe gebe und auf alles achte mit, wenn ich Obst schneide, dass da keine Flüssigkeiten sind, dies, das und so. Es sind ganz, ganz wenig Fruchtfliegen. Es sind vielleicht 5, 6 Stück, aber ich ekel mich trotzdem. Deswegen werde ich das hier mal mitnehmen und ausprobieren und mit Profissimo von DM habe ich eigentlich auch recht gute Erfahrungen. Da habe ich schon öfter irgendwelche Produkte geholt. Deswegen kommt das auch mit. Dann Weichspüler brauchen wir auch auf jeden Fall. Digga, kennt ihr den Spruch? Ich weiß, er ist so altbacken. Ey, mach mal soft. Lan. Keine Ahnung, mein Humor ist komisch. Ja, ich nehme einfach verschiedene Sorten mit. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch nicht den einen Weichspüler meines Lebens gefunden. Also, dass du weißt, das riecht immer nach mir oder nach uns. Kennt ihr das? Wenn bestimmte Leute so ein schönes Zuhause haben, riecht es immer nach denen. Das hat immer einen bestimmten Duft. Das ist bei uns, glaube ich, noch nicht so. Ah, 2 Weichspüler, reicht das? Ist ja etwas, was du immer gebrauchst. Nein, 2 reicht doch erstmal, Mann. 20 Kilo Wäsche wasche ich auch nicht. Wobei, kommt mir manchmal so vor, ne? Na, Bügelsachen brauche ich gar nicht. Ich bügel nicht. Nee. Ja, Mann. Ich weiß jetzt, was ich testen wollte. Das hier habe ich nämlich mal gehört. Dann sparst du dir diesen Schmutzkram, wenn du Waschpulver hast. Weil du hast so einen Pot, der sich auch irgendwie auflöst. Auf jeden Fall haben meine Zuschauer mir mal davon erzählt. Und das soll hammer gut sein, so Wäschepots. Steht auch auf meiner Kaufenliste. Ah, guck mal. Und die wollen, dass ich den Weichspüler benutze. Nee, das ist doch nicht derselbe, oder was? Nee. Ach, die haben den gar nicht. Doch. Ja. Aha. Ja, okay, dann wurden es doch 3. Ja, ich bin gespannt. Dr. Beckstein, der treue Bruder, haben mir auch Zuschauer empfohlen, um den Herd Picobello zu kriegen. Das beste Produkt, das ich je hatte für meinen Herd. Also wirklich, wenn ihr Herdprobleme habt, es gibt keins, was besser ist. Nimmst du das, hast noch den Schwamm dabei, nimmst Glasreiniger, Herd ist sauber. Picobello. Brauche jetzt keinen, weil ich habe noch einen zu Hause. Guck mal, so Wäscheparfüm habe ich auch mal genutzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bro, ich finde das echt teuer, ne? 5 Euro für so eine Packung. Wie viel Waschmaschinen kannst du damit waschen? Ja, okay, keine Ahnung. Ich bin gerade zu dumm, um das auszurechnen, wenn ich ehrlich bin. Nee, das ist mir irgendwie zu teuer. Weiß ich nicht, ich parfümiere mich eh immer irgendwie mit ein. Mit Zeug, also brauche ich nicht auch noch Wäscheduft. Deswegen, dann brauchen wir Spülmaschinenreinigungstabs. Die hier sind ziemlich cool. Da steht nämlich drauf, kein Vorspülen, Wasser sparen. Dann denke ich mir, okay, das möchte ich gerne mal probieren. Weil ehrlicherweise habe ich mir das angewöhnt, meine Sachen immer vorzuwaschen, bevor ich sie in die Spülmaschine tue. Und Schatzi sagt immer, nee, mach das nicht, musst du nicht. Wir werden sehen, ob sie ihr Versprechen hält. Digga, kennt ihr das, wenn ihr euren Mann darum bittet, dass er euch irgendwie mal im Haushalt hilft? Zum Beispiel, dass er
er die Spülmaschine einräumt und dann räumt er sie ein. Völlig anders, als ihr es tun würdet. Und das, da ist noch so viel Platz, wo ihr noch was hin tun würdet und dann korrigiert ihr das wieder. Seid ihr da auch so komisch oder freut ihr euch einfach, dass er es tut? Also ich muss das immer korrigieren, weil, oh, guck mal, ja, Mann, cool. Ihr wisst ja, ich bin hammergroßer Pamela Reif-Fan. Ich glaube, keine Influencerin hat mich so geinfluenced wie diese Frau. Ich habe ihren Podcast gehört, ich habe ihr Kochbuch gekauft, ich habe ihre Foodist-Box abonniert. Also ich ist eine wahnsinnig tolle Frau, also diszipliniert, dies, das, keine Skandale, fühle ich hammerdoll. Und viele ihrer Produkte wollte ich mir öfter mal im Online-Shop kaufen, kam aber nie dazu, weil immer alles ausverkauft war. Jetzt werde ich mir von jedem hier einen mitnehmen und richtig schön probieren. Falls ihr meine Aufgemampft-Videoreihe noch nicht kennt, das ist eine Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal. Da teste ich Essenssachen und berichte meine Erfahrungen dazu. Und vertraut mir, der Mampfer weiß, was lecker ist. Guck mal, sowas triggert mich ja irgendwie krass, ne? Das ist ein Joghurt und der steht nicht im Kühlschrank. Nee, den kann ich allein aufgrund von meinen Zwängen schon nicht kaufen. Sorry, Bruder. Das hier sieht sehr lecker aus. Das nehme ich auf jeden Fall mit zum Testen, weil alles in Richtung Knabberkram ist was für mich. Dann Chiasamen, auch cool. Ich esse ja öfter Joghurt mit so, keine Ahnung, ich packe irgendwelche Samen drauf. Flohsamenschalen, Leinsamen. Ich fühle mich dann immer gesund, deswegen Chiasamen kommen auch mit. Und was auch sehr, sehr lecker aussieht, ist das hier. Kokos-Vanille-Aufstrich, oh, mit Agavendicksaft gesüßt. Agavendicksaft mag ich sehr, sehr gerne. Kommt auch direkt mit. So, ich gehe jetzt mal systematisch mit euch alles hier durch und guck, ob etwas dabei ist zum Testen oder was ich irgendwie interessant und spannend finde. Hier, super guter Pinselreiniger. Kauft ihr keine teuren, der hier für 3 Euro reicht völlig aus. Ich habe auch schon welche für 9 Euro, 10 Euro getestet von BH Cosmetics, Makeup Revolution. Spar dir das Geld, nimm den, der passt. Hier auch eins meiner Favoriten. Benutze ich immer wieder, um Nagellack zu entfernen. Guck mal, mein Nagellack. Ich habe erst so grau drauf gemacht, der hat sich dann gelöst. Dann habe ich so Glitzer drauf gemacht, damit das nicht so auffällt. Mhm. Also was mich hier höchstens interessieren würde, wären diese Essence-Lipgloss-Dinger. Guck mal, das Ding ist, ich trage halt kein Lipgloss, ne? Weil, weiß ich nicht. Ist halt klebrig und schmierig. Schatz, sie mag das nicht, mich zu küssen, wenn ich das drauf habe. Also es hat für mich keinen Sinn. Aber letztens, als ich bei Five Souls war, haben die mir Lipgloss drauf gemacht. Ich sah hammergut aus. Mashallah. Und deswegen, und ich habe auch gehört, dass diese Essence-Lipgloss-Dinger so super gut sein sollen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so einen mit und probiere es mal aus. Das hier sind übrigens extrem schlechte Liquid Lipsticks. Also ich kenne viele, die sagen, die sind hammergut. Ich habe die mal für ein YouTube-Video gekauft. Horror meines Lebens. Würde ich nicht mal für 10 Cent geschenkt nehmen, ehrlich. Und sonst gibt es hier jetzt nichts, wo ich sage, reizt mich oder so. Also komischerweise bringt Essence aktuell auch keine coolen Lidschattenpaletten daraus. Die haben ja immer diese Städtepaletten. Die sind hammergut im Preis-Leistungs-Verhältnis, also mega. Aber sonst, ja, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Aber das habe ich auch zu Hause, diese Essence-Nagellack. Trockner, Tropfen und ansonsten nö. Bei Essence ist nichts dabei. Trend it up. Benutze ich sehr, sehr gerne diesen Ultra Dry Top Coat. Da müsst ihr euch keinen teuren von Sally Hansen und Essie kaufen. Nehmt einfach den von Trend it up. Geht völlig klar im Preis-Leistungs-Verhältnis. Nagellack brauche ich nicht. Sortiere ich selber aktuell bei mir aus. Also was ich immer wieder höre, was ich eigentlich mal endlich mitnehmen könnte, wäre diese Foundation. Ich habe schon sehr viel Gutes über diese Rosy Touch Foundation von Trend it up gehört. Und guck mal, ich habe mir für den Fall der Fälle, dass ich heute Foundation kaufe, extra auf meinem Handy 2 Drogerie-Foundation fotografiert. Guck mal, das sind die hier. Das heißt, ich nehme die einfach, pack davon was auf meine Hand, nehme hiervon einen Tester, guck, ob die Farben matchen und schon habe ich eine Foundation in meinem Ton. Weißt du, wie ich meine? Kann ich euch auch empfehlen, falls ihr unsicher seid, ob ihr irgendwie Foundations in dem Ton mitnehmt oder nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ob so findet ihr die passende Foundation besser, als wenn ihr rumtestet auf dem Armrücken oder was weiß ich. Einfach fotografieren, welche ihr zu Hause habt, welche euer Ton ist, miteinander vergleichen, fertig. Guck mal, hier seht ihr einmal, was ich meine. Ganz links ist die Maybelline Foundation in der Farbe 130. In der Mitte ist hier die Rosy Touch Foundation, die nicht mein Ton ist. Und ganz rechts ist ein anderer Rosy Touch Foundation Fleck, der mein Ton ist. So weiß ich, okay. Und so weiß ich, dass meine Foundation, die kommt mit. Das ist mein Ton. Ja, ansonsten gibt es hier jetzt nicht so viel, was mich gerade reizt. Und Digga, mit sowas kriegst du mich auch gar nicht. Mask-Proof Make-up. Halt deine Schnauze. Wenn du dein Make-up richtig fixierst, ist jedes Make-up Mask-Proof. Musst du nicht extra als Verkaufsargument nehmen. Kannst auch ein Müll-Make-up nehmen, richtig fixieren, richtig bearbeiten und es hält unter der Maske. Nix für mich. Ja, ihre Produkte reizen mich sowieso nicht. Also von ihr war alles, was ich getestet habe, Schrott. Außer eine Mascara. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier ist. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Deswegen, und der kaufe ich auch nichts mehr. Sorry, Bro. Manhattan. Gibt es jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss ich mitnehmen? Von Manhattan habe ich wirklich fast alle Mascaras getestet und muss euch ehrlich sagen, für mich persönlich waren sie alle
fast Müll. Entweder du hast Längen oder du hast Länge oder du hast ein bisschen Volumen, aber so richtig bam, beides, schwierig. Und ich habe kurze, gerade Stummelwimpern. Ich brauche Länge und Volumen. Was hier aber natürlich Baba ist, da habe ich aber auch schon alle Farben zu Hause, ist dieser Liquid Lipstick Lips to Last. Die kosten nur knapp 4 Euro und sind extrem kussecht. Also damit kannst du halt auch eine Pizza essen und es verschmiert nichts. Aber die muss ich mir nicht mitnehmen, weil ich habe sie schon zu Hause. So, Catrice. Ja, keine Ahnung, warum jetzt irgendwie die Make-up-Marken mit Pflege kommen. Reizt mich jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Deswegen ein relativ guter Nagellack. Ich benutze eigentlich fast nur Essie, aber falls Essie zu teuer ist, weil Bro, knapp 10 Euro pro Nagellack ist sehr teuer, ist der hier. Könnt ihr auch noch nehmen, geht noch klar. Nimmst einen Unterlack, Überlack, schon hält das Ganze. Aha. Auch hier sehe ich nichts. Hier, den sehe ich. 5 Euro ausgegeben, YouTube-Video dazu gedreht, super schlechter Lippenstift. Hält keine 12 Stunden, hält nicht mal 4 Stunden, kannst in die Tonne kloppen. Hier, einer meiner absoluten Lieblingsprimer. Kennt ihr wahrscheinlich schon von meinen anderen Videos. Aber sonst, nee. Also ich sehe hier einige Sachen, die richtig, richtig gut sind. Die zeige ich aber nochmal gleich krass in meinem Make-up-Favoriten-Video. Wäre eine Idee, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Aber sonst, nee. Ja, Alverde und ich kannst du so komplett knicken. Alles Schrott? Nein, nicht alles. Aber fast alles, was ich getestet habe, außer dieser Anti-Augenring-Concealer in so einem Rosé-Ton. Ansonsten alles andere, was ich getestet habe. Ciao. Ach, guck mal, die haben neue Primer. Das ist doch mal interessant. Da nehme ich mir einen mit. Spendet Feuchtigkeit. Maybelline hat sowieso wahnsinnig gute Produkte, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das ist auch meine... Ja, natürlich. Das ist meine Lieblingsmarke aus der Drogerie im teureren Bereich. Da habe ich auch wirklich 80% der Theke getestet. Und hier, kauft euch niemals dieses Fixing Spray. Du siehst aus wie so ein Schwein, das leuchtet. Ganz schlimm. Horror. Dafür ist das Matte ziemlich gut. Ja, auf jeden. Den Primer nehme ich mir mit, weil hier habe ich auch alle getestet. Und für meinen Hautton ist der zum Beispiel sehr gut. Also, wenn du halt ein bisschen tot aussiehst, hilft so ein Rosé-Stich, trockene Haut und sowas. Also, Maybelline hat echt gute Sachen. Der kommt mit. Oh, wisst ihr, was ich gerne mal probieren wollte, wenn wir jetzt schon hier sind? Ich habe letztens bei einem koreanischen Video Pflegeprodukte getestet und das erstmal mit flüssigem Rouge gearbeitet. Und das ist ein ganz anderes Ergebnis, als wenn du so Puderprodukte nimmst. Ich habe mich jahrelang vor flüssigen Produkten gewehrt, so weil, Bro, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Aber so flüssige Produkte haben die halt auch benutzt, als bei dieser Talkshow war, weißt du. Und das macht schon was aus. Also, da möchte ich nochmal genauer gucken. Deswegen war ich am Überlegen, ob ich mir hier einen flüssigen Rouge mitnehme. Mal hier, Nude Burn. Müssen wir mal den Tester benutzen. Guck mal, so sieht der Tester aus. Also auf meiner Hand. Boah, wirkt aber sehr flüssig, ne? Nee, der wirkt mir irgendwie zu flüssig. Nee, dem traue ich nicht. Ich habe halt so einen koreanischen getestet von YesStyle. Ich habe mir da Sachen ausgesucht und der war so gut. Aber der hier ist jetzt irgendwie... Nee. Aber sonst auch bei Maybelline gibt es nichts. Nö. Ah, Max Factor. Ich wurde bei der Talkshow mit so einem Produkt von Max Factor geschminkt bei den Augenbrauen. Wenn die das hier haben, wäre das richtig Baba. Brow Shape in... Komm schon, sei Dark Brown. Deep Brown. Das wäre Hammer. Die hat meine Augenbrauen so schön gemacht. Vor allem lasse ich ja meine Augenbrauen wachsen. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, meine Augenbrauen wachsen zu lassen. Wirklich. Warte mal, ich habe mir das fotografiert. Aber ich meine, ja, Mann, es war Deep Brown. Guck mal, haha. Super, dass ich ihn gefunden habe. Das freut mich, weil das war echt toll. Auch mal interessant, von jemand anderem geschminkt zu werden, ne? Digga, meine Kamera ist so schwer, deswegen halte ich sie mal so, weil ich mich mir auf meinen Bauch abstütze mit dem Arm. Und so muss ich sie hammerweit weghalten. Aber so ist eigentlich besser, weil ich halt auch nicht so laut reden muss, wenn ich so mache, als wenn ich so mache. Weil die Leute gucken schon ein bisschen. Man gewöhnt sich aber dran. Aber ein bisschen Armtraining, kein Ding. Nee, sonst Make-up-mäßig sind wir durch. Guck mal, hier sind wir jetzt bei der Hunde-Katzen-Abteilung. Kaufe ich nie in der Drogerie, kaufe ich nie in normalen Läden. Also für Rodi kaufe ich immer nur im Tierbedarfsladen Sachen. Also tatsächlich ist er auch recht teuer, ne? Also Rodi kostet pro Monat 100, 150 Euro. Der kriegt so ein spezielles Futter. Dann kriegt er noch immer so besondere Leckerlis. Falls ihr nicht wisst, wer Rodi ist, das ist Rodi. Ja, unser Hund. Er ist ein kleiner Engel. Oh, wir dürfen nicht über ihn reden, sonst vermisse ich ihn. Ich bin seit 3 Stunden von meinem Baby getrennt. Ich schaffe das sonst nicht. Die ganze Abteilung hier, Baby, Windeln, Pampers, bla bla. Bla, auch nichts für mich, brauche ich noch nicht. Guck mal, Tee, das ist natürlich auch absolut meine Abteilung, weil ich bereite mir abends immer einen Tee vor und den trinke ich am nächsten Tag kalt und so trinke ich dann meine 2 bis 3, manchmal 4 Liter und da teste ich mich immer ganz wild durch. Mein Kuchentee haben sie irgendwie rausgenommen aus dem Sortiment, ich weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung, Bro, ich teste mich da einfach so aus. Rum, also ich teste so rum, weißt du, so Waldbeere, Aprikose, Pfirsich. Bin halt so ein fruchtiger Typ, weißt du. Dann gucke ich immer süß Kirsche, klingt auch gut.
türkischer Apfel, türkisch. Na, obwohl Apfeltee ist eigentlich nicht so mein Film. Mediterraner Pfirsich. Oh, die hier fand ich ganz schlimm, muss ich sagen. Der hier und der mir ist so schlecht geworden von diesem Tee. Also da kriege ich ein Trauma, wenn ich den wiedersehe. Also ich dachte so, ja, Basilikum, Chili kann bestimmt lecker schmecken. Gar nichts. Also so ein wilder Typ bin ich dann auch nicht. Milder Früchtetee. Ah, guten Morgen-Tee. Ich bin ein guten Morgen-Typ. Dann nehmen wir nochmal die roten Beeren mit. Das reicht dann auch erstmal an Tee. Guck mal, auch interessant, ne? Linsenchips mit Meersalz. Kann man probieren. Sonnenschutz brauche ich nicht. Habe ich selber noch mehr als genug zu Hause. Ah, guck mal, weißt du, was wir aber mitnehmen könnten? So ein After-Sun-Zeug. Schatzi hat letztens voll krassen Sonnenbrand gehabt. Vielleicht tut ihm sowas gut. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, welches gut ist. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus, weil ich hatte in meinem Leben nur ein, zwei Mal einen Sonnenbrand. Aber keine Ahnung, Nivea vertraue ich eigentlich. Ja, komm. Boah, ich sehe oft Selbstbräuner-Sachen, ne? Aber ich traue mich echt nicht ran. Ich habe auch mal Anfragen gekriegt von welchen, aber irgendwie ist das nicht mein Business. Weil manchmal, ich sehe so Videos von Leuten, die machen so die benutzen Selbstbräuner und machen sich eine Kontur damit. Weißt du, die machen hier so Selbstbräuner hin und dann, nee, ich traue mich nicht, wenn ich das verkacke. Nee, aber das ist toll zu sehen, ne? Vielleicht traue ich mich das irgendwann mal. Falls ihr da Erfahrungen habt, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich merke, meine Müdigkeitsphase kommt. Ich habe nur 6 Stunden gepennt. Guck mal, das ist auch interessant, ne? Ich habe früher in meiner Jugend, auch da war es schon nötig, so eine Bauchweg-Strumpfhosen getragen und nur die war die beste Marke zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, 9 Euro für eine Strumpfhose war so teuer für mich. Konnte mir das öfter nicht leisten und bla. Und das ist das Schöne am Erwachsenwerden, wenn du fleißig bist, ne? Dann geht das völlig klar. Ich weiß aber nicht mehr, welche ich wirklich mochte. Also DEN ist, glaube ich, wie dünn die sind. Nee, sowas zerreißt mir doch hammer schnell. Ich brauche da eher dicke. Ah, super, dass man hier was zum Fühlen hat, ne? Oh nee, das zerreißt mir bestimmt. Aber so goodbye Laufmasche? Nö. Okay. So eine schöne Strumpfhose. Aber ich traue den auch nicht mit den Größen. Hier steht 44, 48 ist Größe L. Guck mal, ich bin 1,74 groß und wiege im Moment über 90 Kilo. Ich schwöre auf alles. Deswegen, Brody, wird Zeit, bisschen was zu machen. Ja, guck mal, gibt's gar nicht für meine Größe. Deswegen, ich habe als Kind, als Baby habe ich schon Größe L getragen. Nee. Oh, da komm, wenn man klein ist und so ein Gewicht. Ach, ich fühle mich diskriminiert. Wieso habt ihr kein XL? Ach. Schmutz. Ja, keine Strumpfhose für mich. Fußpflegeprodukte, boah. Habe ich auch wirklich mindestens die Hälfte durchgetestet. Außer so Fußdeo und Schuhdeo-Kram gar nicht. Und so Fußbäder und so, ne? Ich habe jetzt ein Produkt gekauft zum Testen und sonst habe ich noch echt vieles zu Hause. Deswegen Fußpflege mit verzauberndem Traumduft. Wir sind in einer meiner Lieblingsabteilungen. DM Bio. Deswegen alles mit diesen Joghurt-Reiswaffeln an. Die haben mein Leben verändert. Hat mir eine Followerin empfohlen. Seitdem, DM-Such, alles klar. Reiswaffeln auf jeden Fall, esse ich auch öfter. Dann Maiswaffeln, das sind welche der leckersten Chips, die es bei DM gibt. Tschüss. Dann, wo sind meine Sesamriegel? Ah, meine Krokantriegel. Aha. Ja, den Rest brauche ich. Wobei, Balsamico, aber... Nee, das hole ich woanders. Das hole ich beim normalen Einkaufen dann. Guck mal, so ein Kram, sag ich euch ganz ehrlich, 2,25 Euro, tschüss, hole ich mir immer bei Teddy. Ist bei Teddy um einiges günstiger und ja, man soll ja sparen, wo man kann, ne? Naja, spar mal. Ach, guck mal, das ist cool. Die wollte ich mir mal angucken. Das hatte meine kleine Schwester mir geschickt, dass ich das mal testen soll. Diese Strawberry-Maske war das, glaube ich. Ja, Mann. Boah, dann hammerheftig. Diese Dinger, die... Ich war letztens bei Rossmann und habe ein Video gedreht. Da hat mir die Mitarbeiterin das empfohlen und die sind richtig, richtig, richtig krass. Also ich habe das Goldene und das Schwarze geholt. Ich weiß jetzt nicht, welches davon ich leer gemacht habe, aber wow. Die sind richtig, richtig heftig. Benutzt die krass. Einfach nur wow. Und man soll die wirklich nicht zu lange drinnen lassen. Also wirklich 7 Sekunden. Du merkst richtig, es ist nicht eine tiefen Repair-Kur. Ich kann es euch auch nicht erklären. Es ist auch nicht so eine krasse Silikonbombe, soweit ich weiß. Ich glaube, da war gar kein Silikon drinne. Ja, ohne Silikone. Aber es sorgt für irgendwas. Vielleicht könnt ihr es euch untereinander nett in den Kommentaren erklären. Auf jeden Fall heftig. Dann, oh, tschüss, hat eine Zuschauerin mir geschrieben, ich soll bitte unbedingt von Elvital diese Haarkur testen. Die hat wohl ihr Leben verändert. Eigentlich brauche ich ehrlicherweise keine Haarkur mehr. Ich habe zu Hause bestimmt über 10 Stück, die ich noch testen möchte. Aber sie sagte halt, dass die richtig, richtig krass ist. Also sagen wir, okay, checken wir das ab. Guck mal, auch beim Thema Haarpflege, ne? Ich liebe Haarpflege. Ich würde eigentlich so gerne mal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Null Silikone und nicht zu benutzen. Weil viele ja sagen, dann pflegst du deine Haare so aus der Tiefe, weißt du? Als wenn du sie nur mit Silikon voll
knallst. Aber irgendwie habe ich auch, traue ich mich nicht so, muss ich sagen. Also ich habe dann doch einige Produkte, wo Silikone da sind, auch viele, wo keine sind. Aber es ist halt immer so eine Mischung, ne? Deswegen Syos Augenbrauen-Kit. Soll auch heftig sein, habe ich gehört. Ich habe Syos, habe ich schon mal geguckt, aber da finde ich dann auch keine Swatches. Also ich will ja irgendwie wissen, wie das aussieht, wenn ich meine Augenbrauen damit färbe, ne? Also so, da habe ich online öfter geguckt, aber finde halt keine richtigen Referenzen, wie es aussieht. Hey, das ist mir zu unsicher, weil dann passt dunkelbraun nicht und du hast nur Drama. Ja, und Haarpflege ist jetzt ja auch nichts, wo ich sonst so sag, so krass, das muss mit. Dafür habe ich auch einfach zu viel zu Hause, weißt du, wie ich meine, was noch leer gemacht werden muss. Und habe jetzt auch einiges beiseite gepackt, um das zu verlosen bei meinen Zuschauern. Folgt mir gerne auf korrekt auf Instagram, da könnt ihr mich jeden Tag in meinem Leben begleiten. Mein Leben ist manchmal langweilig und komisch, aber manchmal auch interessant. Und da werde ich auch nochmal was verlosen. Ah, guck mal. Aha, nie wieder der Babyhaare ist echt so got to be bestes Produkt. Bei Lea feiere ich nicht so. Ich habe beide damals geholt, um sie zu vergleichen. Wenn ihr euch entscheiden müsst, nehmt got to be. Dann hier Schrott. Dieses Hot Glatt Ding habe ich mir geholt. Schrott, kannst du knicken. Ich musste damals an diese Beyoncé-Werbung denken. Deswegen habe ich es mitgenommen. Aber nee, nee, nee. Guck mal, die Bürste hier. Sehr gute Bürste, wenn ihr eure Haare nass durchkämmen wollt. Kostet 14, 15 Euro. Lohnt sich aber vom Preis auf jeden Fall. Nee, Diggi. Auch Haarpflege. Haarstyling so nicht. Ich style meine Haare kaum. Ich bin froh, wenn ich sie tagsüber kämme, Digga. Gestern, Schatzi, hat sich voll hübsch gemacht. So, Digga, er hat ein Jeanshemd. Ich habe eine Schwäche für Jeanshemden. Kombiniert mit einer Jeanshose. Ich gucke so, ich so, ja, was denkst du, wer du bist, dass du Jeans mit Jeans kombinierst? Und dann gucke ich so, das sah echt fresh aus, ne? Er so, ja, nur das Schönste für die Schönste. Ich gucke ihn so an. Ich habe gerade eine Tüte Salzstangen in der Hand, bin so am Futtern, habe so Kleidung an wie jetzt, so auf Penner, habe Flecken auf der Kleidung gehabt, weil ich nicht normal essen kann wie ein normaler Mensch. Ich gucke ihn so an, ich so, nee, ich so, hör mal jetzt auf mit solchen Faxen, habe den Mund voll mit Salzstangen. Ich so, ich habe nicht mal meine Haare heute gekämmt, so, was ist los mit dir? Ja, war schon süß. Deo-mäßig ist jetzt hier auch nichts, was mich anspricht. Und Digga, ich bin manchmal ein kleiner Stinky, ne? Mir ist das Hammer wichtig, gut zu riechen. Und Digga, manchmal passiert das, du riechst halt nicht immer gut, ne? Dann bist du halt mal ein kleiner Stinky, aber ich versuche das immer zu vermeiden. Und deswegen Deo habe ich auch sehr, sehr viel durch. Boah, jetzt kommen wir zur Hautpflegeabteilung. Tschüss. Ich freue mich voll, dass ich mit euch jetzt so ein bisschen gemeinsam den Tag verbringe und chill, wir so viel quatschen können. Wisst ihr was? Meine Haut ist so viel besser geworden, seitdem ich koreanische Pflegeprodukte benutze. Ich arbeite da mit einem Online-Shop zusammen, YesStyle, und ich muss sagen, da sind Produkte dabei, Game Changer, also wirklich. Es gab Phasen, da habe ich akneähnliche Haut gehabt, vor 2-3 Jahren, glaube ich. Gibt es auch noch YouTube-Videos, alles Mögliche. Und seitdem ich so mit koreanischer Pflege so eine Skincare-Routine habe, heftig. Also, müsst ihr mal später darauf achten, wenn ich die Maske abhab. Die ist echt im Vergleich. Ja, okay, ich bin geschminkt, bringt ja nichts. Aber meine Haut ist echt gut geworden im Vergleich zu früher. Wenn ich jetzt mich hier so umgucke. Bruder, die koreanische Pflege ist schon next level. Okay, Enzyme-Peeling. Könnte interessant sein. Also von denen habe ich jetzt zuletzt so ein Vitamin-C-Serum getestet. 20 Euro hat mir eine Zuschauerin geschickt. Hammer krass von ihr. Aber habe ich getestet. Das hätte ich mir sonst nicht geholt tatsächlich. Aber die hat mir so ein Paket geschickt mit Drogeriesachen. Hammer krass, hammer nett. Tschüss. Sie meinte so, ey Bro, hier sind Sachen, probier die mal. Ich vertraue deiner Meinung und du probierst die eher. Und die würdest du dir, glaube ich, sonst nicht so kaufen. Und da war echt viel dabei, was ich sonst nicht so kaufen würde. Aber das nehme ich mit. Enzyme Peeling finde ich interessant. Dann soll dieser Toner sehr, sehr krass sein. Nehme ich auch mit. Ich benutze nämlich mittlerweile 1 bis 2 Mal täglich Toner. Ich trage den einfach mit den Händen auf. Das ist so seit meiner koreanischen Pflegedings. Und das hier werde ich mal mitnehmen zum Testen. 30 Euro. Lash Cocaine, keine Ahnung. So ein Brow Booster. 30 Euro, Digga. Das ist der Moment, wo ihr wirklich dem Video einen Daumen nach oben geben solltet. Auf korrekt oder ein bisschen kommentieren solltet, während ihr so zuguckt. Ich lasse ja meine Augenbrauen gerade wachsen, deswegen. Mein jetziges Serum ist fast leer. Oh, guck mal. No Cosmetics hat auch zusammen mit mir gearbeitet. Super, super cool. Also da war ich auch echt stolz drauf, dass so eine Firma mit mir arbeitet, muss ich ehrlicherweise sagen. Chemisches Peeling. Wie oft sollst du das denn hier nehmen? Nee, das nimmst du ja nicht so oft, ne? Aber No Cosmetics hat echt gute Produkte. Das muss man denen lassen. Oh, Schäbens hat auch sehr, sehr gute Sachen. So ein Serum. Ich benutze ja mittlerweile auch jeden Tag Serum. Polstert von innen auf und festigt die Haut. Doch, das wollen wir testen. Das testen wir auch. Das nehmen wir mit. Und ansonsten, ja, Bro, also mehr Hautpflegekram brauche ich auch nicht. Da habe ich einfach noch genug zu Hause. Das war's
in dieser Abteilung. Aber hier, wenn ich euch schon mit Schäbens voll quatsche, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgesichtsmasken aus der Drogerie. Packst du in den Kühlschrank, das ist eine der besten Masken. Dein Gesicht fühlt sich richtig. Also es ist, was hier steht, ist wirklich so. Du fühlst dich aufgepolstert, du fühlst dich gestrafft. Tust den Kühlschrank. Eine der besten Masken. Sowas finde ich dann natürlich auch immer wieder interessant. So Tee, der dazu gemacht ist, ihn kalt zu trinken. Eiskaffee Vanilla spricht mich gar nicht an. Aber Passionsfrucht Mango, Zitrone Minze, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die werde ich auf jeden Fall testen. Oh, Digga, mein Herz tut so weh, wenn ich diesen 30 Euro Augenbrauenbooster sehe. Aber alles fürs Game. Ah, Duschabteilung. Müssen wir ganz ehrlich und realistisch sein, brauche ich nichts. Ich habe bestimmt noch 20 Duschgel zu Hause, die müssen benutzt werden. Ich meine, im Moment jogge ich fast jeden Tag, das heißt, Stinky duscht auch fast jeden Tag und benutzt viel, aber nein, ich habe zu viel Duschgel, ich habe zu viel Peelings, deswegen... Ah. Nein, 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 ich gehe jetzt weg von euch, weil sonst verführt ihr mich mit euren bunten Verpackungen und so. Wir sehen uns irgendwann anders. Oh, schöne Kosmetiktaschen, ne? Schick, tschüss. Das ist ja auch so eine Sache, die ich gerne als Merch rausbringen würde, ne? Kosmetiktaschen. Ey, wenn einer von euch bei irgendwas arbeitet, was so cool ist für mich, schreibt mir gerne, ne? Ich habe einige Follower, mit denen ich zusammen coole Projekte habe. Ich habe zum Beispiel eine Followerin, die arbeitet bei der Druckerei, die hat schon Autogramme für mich gedruckt, dies, das. Ich habe eine Followerin gehabt, die war bei einer großen Firma in der PR-Dings, hat mir geschrieben, sie sagt, ey, ich schicke dir auf Bruder Pakete. Hat sie mir ein riesen Paket geschickt mit PR-Produkten. Ich dachte, wow, man weiß ja nie. So connecten und so. Aber nein, ich brauche keine Kosmetiktaschen. Oh, sind die hübsch. Nein, aber ich brauche keine. Nein, nein, nein. Nee, nee, deswegen gehe ich jetzt weg davon. Zahnpasta steht auch auf meiner Einkaufsliste. Oh, eigentlich nehme ich immer Elmex für sensible Zähne, aber ich möchte auch irgendwie... Na, guck mal, das. Weißere Zähne in Zähnen. Nee, scheiß mal auf weißere Zähne. Frische Effekt. Ja, das sieht gut aus. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, wir nehmen erstmal nur die mit. Ersatzzahnbürsten brauchen wir nicht. Die habe ich vor ein paar Tagen gekauft, weil Schatzi hatte keine mehr. Ich glaube, wir nähern uns auch langsam einem Ende. Wir haben fast alle Abteilungen durch. Ja, baden kannst du knicken. Ich habe halt keine Badewanne leider. Ja, Rasierprodukte brauche ich auch nichts. Also, nee, da bin ich behaarter Bär auch noch komplett ausgestattet. Ja, ja, ich klingel immer so rum und guck immer. Guck mal, was ich auch immer recht interessant finde, ist so Fertigessen-Kram. Wobei, seitdem ich regelmäßig koche, muss ich sagen, fühle ich Fertigessen nicht mehr so. Wenn ich daran denke, dass ich mich eine Zeit lang nur von sowas ernährt habe, denke ich mir auch so, Bro. Aber Gemüsepfanne mit Bulgur und Quinoa einfach in der Mikrowelle auf schnell oder so Tomatenreis könnte man mitnehmen und nehmen wir auch mit. Ich gehe jetzt nochmal ein letztes Mal durch die Gänge, um zu gucken, ob irgendwas Spannendes dabei ist oder irgendwas Leckeres zum Testen oder was ich nicht kenne oder was mich anspricht. Guck mal, das sieht auch toll aus, ne? 75% Mango-Fruchtaufstrich. Nehmen wir auch mal mit. Ja, Porridge, Mann. Pamela Reif hat mir beigebracht, wie ich selber mein Porridge mache. Das brauche ich jetzt nicht. Nee, nee, nee. Tatsächlich war es das jetzt mit den Produkten. Ich finde schade, dass sie hier kein NYX haben, weil NYX hat ja diese Scheinlaut Liquid Lipsticks rausgebracht. Vegane Liquid Lipsticks. Bro, was würde ich tun für die Formulierung? Wenn ich einen Chemiker kennen würde, ich würde direkt abchecken. Bro, gib mal die Formulierung. Da würde ich mal alle Farben holen tatsächlich, weil es ein wahnsinnig guter Liquid Lipstick ist. Und dann auch noch vegan, Hammer. Aber leider haben sie hier kein NYX, deswegen nehme ich das nicht mit. Guck mal, Lippenprodukte benutze ich auch mittlerweile nur noch koreanische Lippenpflege. Gar nicht mehr Labello. Also Labello war eh nur als ganz, ganz früher für mich interessant in meiner Jugend. Dann habe ich den hier eine Zeit lang gefeiert, aber jetzt nur noch koreanische Pflege. Also diese Zusammenarbeit mit YesStyle hat echt mein Leben verändert. Also ich habe nie den Hype um koreanische Pflegeprodukte verstanden, bis ich sie mal ausgiebig getestet habe. Digga, ich sammle heute gut Schritte, ne? Budi. Ja, okay, die Zewa und Klopapier füllt auch nochmal alles doll auf, ne? Aber es ist schon viel. Ja, Digis, das war jetzt mein DM-Live-Haul. Ich bin jetzt erstmal draußen und mache eine kleine Pause, bevor ich mein nächstes DM-Video drehe. Ich werde auch nochmal ein Haul zu Hause drehen. Das mache ich immer so. Ich mache einen DM-Live-Haul. Und ihr merkt, das ist sehr hektisch, viel laut, Digga, Deutsch, ciao. Ich rede seit 3 Stunden mit der Kamera, weil ich 2 Videos drehe. Und deswegen gehe ich nochmal nach Hause, setze mich hin und zeige in aller Ruhe, was ich so gekauft habe und was nicht. Das ist halt für die Zuschauer, die es mögen, in Ruhe so ein Haul zu sehen, anstatt halt bei der Hektik bei DM. Manche mögen es mehr bei einem Live-Haul. Manche
mögen es eher ruhig. Deswegen mache ich immer zwei Hauls. Da zeige ich euch nochmal in aller Ruhe, was ich heute gekauft habe und erzähle was dazu. Es wird auch noch weitere Hauls geben bei Rossmann, bei Müller und sowas. Jetzt bin ich aber erstmal gut eingedeckt, auch wenn ich nicht viel Make-up-Kram oder so gekauft habe. Waren es doch einige Sachen, die ich gekauft habe. Ihr habt es ja gesehen. Ja, ansonsten war es das an dieser Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Erfahrung habt mit den Produkten oder nicht. Und abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal. Da kommen zweimal die Woche neue Videos. Digga, was für ein Montag. Mittwochs und sonntags um 18 Uhr. Manchmal sind coole Videos dabei. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben bei diesem Video freuen. Und so viel dazu. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ich sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.